Und wieder einmal herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bomberman Hero. Ich bin bereits im zweiten Gebiet, dem Sea of Trees, wie es da halt eben steht. Und jetzt möchte ich aber noch einmal den dritten Level machen, die Rote Höhle, Red Cave, weil das wieder ein Level mit zwei Ausgängen ist. Den hintersten habe ich schon gefunden mit der vollen Punktzahl, da geht es dann zum Level Big Cannon. Und wenn ich den anderen Ausgang nehme, dann komme ich noch nach Dark Wood, also geht's noch einmal nach Red Cave. So. Ich muss mich jetzt wenigstens nicht nochmal drum kümmern, alle Punkte zu kriegen. So. Weil ich die ja schon einmal habe. So. Das heißt, ich kann hier eigentlich einfach sofort zum Ausgang laufen. So, jetzt habe ich auch wieder volle Lebensenergie und du stirbst. So. Wow. Sicht. So, gleich hier drüben ist auch schon der Ausgang. So, der zweite Ausgang. Man kann sich ja immer für einen entscheiden. Au! Ah, Bomberman! Kann man das so dumm sein? Das war jetzt unnötig. Vor allem, ich brauche diese blöde Raketenplattform, dass ich überhaupt da hochkomme. Naja, egal. So. Bomben kaputt machen vor allem noch. So, und hier ist Ausgang Nummer 2. So. Ja, seht ihr, bei so wenig Punkten gäbe es natürlich nur eine 1, aber ich habe es ja schon einmal mit der vollen Punktzahl geschafft. Und jetzt hätte ich eben auch Zugang zum Level Dark Wood, aber erstmal kommt Big Cannon dran. Und hier kriege ich übrigens schon meine zweite Spezialausrüstung zu Gesicht. Nämlich den Bomberjet. Oh, go! Bomberjet! So, ein Fluglevel. Und hier habe ich halt auch statt normalen Bomben Raketen. Ja, es verhält sich so gesehen wie unter Wasser, nur halt diesmal bin ich halt eben in der Luft. Und ich fliege trotz alledem immer ein kleines Stückchen vorwärts. Auch wenn ich jetzt keinen Boost benutze. Ich kann nur mit B kann ich ein bisschen abbremsen. So. Also mit A kriege ich eben einen Turbo-Boost und ja, ich kann hier leider nicht rückwärts fliegen. Das heißt, alles, was ich an Gegnern und Items verpasse, kriege ich leider nicht mehr. So, die Fluglevel gefallen mir aber schon mal besser als die Unterwasser-Level. So, schön alles mit Raketen abballern. Vor allem hier meinen goldenen Diamanten und hier haben wir noch so komische Dinger da. So, geht doch mal alle sterben. So, aua. Warum ist vor allem noch so ein fettes UFO? Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt bemerkt, weil ich glaube, das fliegt dann nämlich ein Stück nach vorne und will mich dann mit einem fetten Laser angreifen. So, richtig viele Vögel abknallen, die geben auch schon Punkte. Von denen gibt es ja sehr, sehr viele. So. Ja, da ist das UFO, es kommt. Es kommt, it's coming. So, hier. Boah. Aua! Ich will aber nicht sterben! Geh kaputt! Nein, es verschwindet! Oh, schade. Ah, das habe ich schon. Aber hier ist ein extra Leben. Muss nämlich aufpassen, ich habe fast keine Energy mehr. So, man kann sagen, aber die Fluglevel sind ein bisschen schwieriger trotzdem, weil man ganz einfach nicht mehr umkehren kann. Man
kann ich rückwärts fliegen. So, ich muss unbedingt noch dieses Herz hier haben. Ja. So, hier steigen noch ein paar Vögel auf. Komm schon. Wenigstens ein paar noch erwischt davon. So, und Big Cannon heißt der Level deswegen, weil hier am Ende des Levels eine große, fette Kanone ist. Die ihr gleich sehen werdet. So, hier ist sie schon. Das ist die große Kanone und... Mann, ihr scheiß Vögel! So, die braucht auch verdammt viele Treffer, damit sie zerstört ist. Und ich werde hier erstmal mit fetten Kanonenkugeln beballert und auch mit Zielsuchraketen. So, mal schön aufpassen, ausweichen. Ich muss vor allem jetzt richtig gut ausweichen, weil ich nur nicht mal... Jawohl! Ja! 7000 hat man nur gebraucht, das war knapp, aber... I did it! Tja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Geil! Knappe Geschichte, aber geschafft. Und jetzt geht's aber noch nicht zur Dragon Road, sondern erstmal nach Darkwood. Also in den finsteren Wald. So. Wirbelstürme. So, ich habe gehört, dass rote Tornados böse und weiße Tornados gutartig sind. Ja. Also die roten Tornados hier, die tun mir weh, wenn ich sie berühre, aber es gibt ja auch irgendwo einen weißen Tornado, der tut mir nicht weh und befördert mich dann aber schön nach oben. So. Genau, da vorne, das ist ein weißer Tornado, also den kann ich benutzen, um nach oben zu kommen. Und das Eklige, sage ich jetzt mal an diesem Level, das sind die Gegner. So, da vorne nehme ich, passt mal auf. Das sind nämlich lebende Bäume. Ja, hier. Ah, hier geht's. Und vor allem greifen wir doch mit einem fetten Giftatem an. Die kann man aber doch relativ einfach von den echten Baumstufen unterscheiden, weil die eine andere Farbe haben und auch ziemlich lange Wurzeln. Also der da hinten zum Beispiel ist wieder so ein böser Baum, der hat vier gleich große lange Wurzeln. Den, glaube ich, einfach dreimal mit einer Bombe treffen, dann ist er auch tot. So. Da hört man ständig dieses Windgeräusch. So, jetzt habe ich ja schon fast 200 blaue Kristalle. So, hier rein. Hui, dann komme ich nämlich hier hoch. So, und hier ist eine Dimensionsbombe. So, wie gesagt, Finger weg von den roten Tornados, die tun mir nur weh. So, da ist noch so ein böser Baum. Und Schüssel. So. Goldener Diamant. So, ich muss nur ganz gut aufpassen. Ich will hier vorbei. So. Knapp geschafft. Dann hier hoch. So. Ah, Moment mal, hier ist ja noch ein Schalter. Bams. So, was macht denn der? Ich glaube, hier kommt irgendwo eine... Ah, die Plattform dort bewegt sich. Oh, fies. Wie komme ich denn... Komme ich denn hier hoch? Gar nicht. Da muss man aber irgendwie hochkommen. Eh über die Plattform. Ich habe Angst vor diesem blöden Wirbelsturm hier. Moment mal. Man muss ja da irgendwie rankommen. Ich glaube, ich muss nämlich nochmal mit dem weißen Tornado hier rauf. So. Schwubbidi-wubbidi. So. Genau. Jetzt einfach warten, bis die Plattform zu mir kommt. Na los, komm schon. Schneller bitte, ich habe nicht ewig Zeit. So, schön Anlauf nehmen und... Hepp! So. So geht das. Ich muss wirklich alles ausprobieren. So. Hepp! Und... Hopp! So, und... So, noch aufpassen auf den hier und... Level geschafft! Mit 2550 Punkten! Du sagst es. So, und der vorletzte Level heißt Dragon Road, also irgendwie so Drachenstraße oder Drachenroute. Ja, und man sieht auch übrigens immer in diesem kleinen Bild, dass das Gebiet anzeigt, dieser leuchtende Stern da zeigt quasi an, wo genau sich der Level auf dem Planeten befindet. Also wir sehen im
Hier unten war Darkwood, da drüben in diesem Canyon war Buchanan, da war Red Cave, hier war Hole Lake und hier war Blue Cave und hier ist eben Dragon Road. So. Oh Gott, den Level kann ich aber absolut nicht leiden, weil... Naja, ihr werdet das eh gleich selber sehen. So. Erstmal kann man sich oben und unten lang bewegen und hier gibt es diese komischen Dolche, die in der Luft schweben, die mich sofort bei Sichtkontakt angreifen. So, die kann man aber zerstören, wenn man sie rechtzeitig mit einer Bombe trifft, weil sonst bringen sie sich quasi selber um, also zerstören sich selber und dann zählen sie leider keine Punkte mehr. Aber seht ihr? 100 Punkte. Also ich glaube, den einen habe ich schon mal leider nicht erwischt. Boah, aber was so nervig ist, das sind diese Steinviecher hier, wenn die auf den Boden aufschlagen, dann fallen Felsen von der Decke und das ist echt kacke nervig. So, und vor allem die halten... Oh! Und ich bin tot. Ja, seht jetzt, sieht man mal mein Sternchen. Jetzt habe ich ein Leben verloren. Tja, aber ich habe ja zum Glück genug Extra-Leben, also jetzt kann ich es nochmal probieren. Und jetzt, wenn ich nur noch einen einzigen blauen Kristall finde, dann kriege ich eine Extra-Energie. So. Jetzt muss ich das nochmal mit diesem blöden Dolch hier probieren. Ha! Jetzt habe ich ihn erwischt. Aha, hey, meine Feuerkraft wurde zudem um 1 reduziert. Wusste ich gar nicht mehr. Also, wenn man ein Leben verliert, dann wird die Feuerkraft um 1 gesenkt. Tja, kann passieren. So, und jetzt pass auf. Na, seht ihr? Jetzt habe ich 5 Einheiten. Mann, du Asshole! Du warst schuld, dass ich vorhin das Leben verloren habe. Vor allem, die brauchen 3 Bomben, dass sie kaputt gehen. So. Und hier ist noch ein Dolch. So. Fieses Messer. Boah, und vor allem, hier gibt es so viele. Ja, deswegen gehe ich erstmal oben lang, dass ich die alle zerstöre, weil wenn ich unten lang gehe, dann würden mir eventuell die Felsen auf den Kopf fallen. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Hörst du auf! So. Oh, hier sind noch mehr Dolche. Aber die sind teilweise voll schwer zu erwischen. Wenn sie einen aber sehen und sich dann selber in den Tod stützen, dann geben sie leider keine Punkte mehr und das ist ein bisschen fies. Den muss man auch ganz knapp mit der Bombe treffen. So, und hier ist die Dimensionsbombe eingesperrt. So, hier drin. Schwupps. So, das da unten ist ein Superherz. Also ein gelbes Herz ist ein Superherz. Das füllt, glaube ich, meine Energie ganz komplett auf. Aber jetzt, wie gesagt, gehe ich noch einmal retour. Zurück zum Anfang und gehe diesmal unten lang. So. Weil unten sind noch ganz viele Items und, glaube ich, auch ein paar Gegner. So, hier zum Beispiel. Feuerkraft, vor allem, es fallen trotzdem Felsen runter, obwohl ich diese Assholes da oben platt gemacht habe. Das ist total unlogisch eigentlich. Deswegen hasse ich diesen Level so. So. Kann man leider nichts ändern, obwohl ich die... Obwohl ich die vorhin aber getroffen habe. So, hier ist noch ein goldener Diamant. Dann ein Herz. Ja, noch ein Dolch. Komm schon, geh kaputt. Mach's kaputt. Nein, er hat sich selber umgebracht. Mann, ihr blöden Felsen, hört auf mit dem Dreck. Warum müssen die hier runterregnen? Ich hab die doch oben umgebracht. Aber egal, so, hier ist noch einer. Ich hoffe mal, ich kriege hier trotzdem ein bisschen mehr Chancen auf genug Punkte. Wow, so, und jetzt das Superherz einsammeln. Haha, seht ihr? Volle Lebensenergie! Gibt's aber eben leider nicht in jedem Level. Oh, die kotzen mich so an, diese Felsen. Aua! Nein! Jetzt haben die sich auch alle umgebracht. Ihr verschissenen, blöden, dämlichen Dolche. Ich hasse euch! Ich hasse vor allem diese blöden Felsen. So, na, ob ich jetzt überhaupt noch, ob ich es jetzt überhaupt noch schaffen kann, alle Punkte zu kriegen, weiß ich nicht. So, Moment mal hier. Warum rutsche ich hier ab? Komm schon, spring!
Seht ihr? Schwupps. Ich rutsche hier ab. Wie soll ich denn da rüberkommen? Ich glaube mit Springen. 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 So, hier drüben sind aber noch mehr von diesen gottverdammten Steingötzen hier, diese Steintrottel. Ist ein Felsendofi, ein Steindofi. So. Und hier ist noch ein ganz ein großer zum Schluss. Ja, bei dem regnet es natürlich auch die fettesten Felsen. So. Mann, hör auf damit! Der hält doch noch mehr aus. Ha! So, und? Oh, cool! Man brauchte nur 3500 Punkte. Geil, und hier 4250. Na, da läuft alles gut. Und jetzt steht hier versus Nitros. Wer zum Teufel ist Nitros? Das werden wir jetzt gleich erfahren. Du musst hier sein, um das Ufer zu untersuchen, das hier gelandet ist. Was zum... Oh! Ich bin Nitros, ein Soldat des Garaden-Imperiums. Verschwinde von hier! Niemand wird an mir vorbeikommen! Versuchst du etwa mich aufzuhalten? Ja, wenn du es so haben willst, dann gut, kämpf gegen mich. So, der Kampf gegen Nitros funktioniert ein bisschen anders. Da laufen die Punkte von 9.990 rückwärts. Und je nachdem, wie schnell ich ihn besiege, also welche Punkte dann quasi überbleiben, wenn er besiegt ist, das kriege ich dann. So, man muss aufpassen, der hat einige Tricks auf Lager. Die können Stacheln rauskommen, er kann relativ gut mit den Sprüngen ausweichen. Man muss halt relativ schnell sein, also ich glaube, hier dürfen die Punkte, glaube ich, nicht unter 7000 oder so gehen, dass man die 5-Punkte-Auszeichnung kriegt. Also am besten immer wieder angreifen und halt den Stacheln ausweichen. So, nur diese Felder in den Ecken nicht berühren, weil die sind elektrisch geladen. So, ich hoffe, ich schaffe das, dass ich 5 Punkte kriege. So, na bitte, genau bei 7500 ist er stehen geblieben und er ist K.O. Ich hab's geschafft und er wird wegteleportiert? Was zum Teufel? Ha, na bitte, 7000. Und ich hab 7500. So, das war's schon. Das war ja nur ein Zwischenbosskampf, kann man sagen. Und Bomberman ist ganz erleichtert. Hey, und da ist Peabot, der Roboter. Wer bist du? Ich bin Peabot. Bitte hilf Prinzessin Milian. Primus Star wurde vom Garaden Imperium angegriffen. Prinzessin Milian hat eine gegnerische Datendisk gestohlen und hat sie im Shuttle gelassen. Die Prinzessin wurde entführt und mein Raumschiff ist abgestürzt. Ja, das ist ganz schön blöd. Ich gebe die Datendisk jetzt dir. Bitte hilf Prinzessin Milian. Mach dir keine Sorgen, ich werde die Prinzessin ganz sicher retten. Die Prinzessin ist ganz in der Nähe, ich kann es fühlen. Und jetzt geht es ins dritte Gebiet vom Planeten Bomber. Zu den Peace Mountains. Und hier gibt es nur 4 Level, also eigentlich ja sogar nur 3 richtige Level, weil versus Endol, das ist der Endboss vom Planeten Bomber. Aber jetzt geht es erstmal noch in den Level Clown Valley. Den werde ich in diesem Part noch machen. So. Oh, und hier gibt es auch wieder diese Steintypis. Aber die sind ein bisschen anders. Die lassen keine Felsen regnen, sondern die rollen einfach über den Boden. So, da ist noch einer. So, also... Nitros habe ich übrigens nicht zum letzten Mal gesehen. Der taucht immer wieder im Spiel auf als eine Art Zwischenboss.
Und der hat noch eine, ich sag jetzt mal, eine eigene Geschichte, quasi ein Geheimnis, das er, naja, hütet, kann man sagen. Das wird erst ganz gegen Ende des Spiels erst aufgedeckt werden. Aber es ist auch gut so, ja, so ein bisschen Geheimnistuerei, also das Geheimnis wird erst wirklich ganz spät gelüftet, was auch gut so ist, und dabei habe ich, wie gesagt, das primäre Ziel, Prinzessin Milian zu retten. Die scheint sich ja irgendwo hier in den Peace Mountains zu befinden. Aber so friedhaft sieht es hier nicht mehr aus mit den ganzen bösen Typis hier. So. Ah, und hier ist noch eine Dimensionsbombe. Sehr schön. Jetzt fehlt mir nämlich nur noch mehr eine. Dann habe ich zumindest alle Dimensionsbomben vom Planeten Bomber gefunden. So, und ihr habt es ja vorhin gerade kurz sehen können. Clown Valley heißt dieser Level deswegen, weil es hier fiese, böse Clowns gibt. Ja, auf irgendwelchen Plastikbällen, die hier so rumrollen. Die sind auch voll fies, weil die können hier mit irgendwelchen Messern schießen oder so. Und tot. So, Moment mal, hier drüben ist doch noch was. Hier ist außerdem noch ein Bomben-Symbol. Hier. Mach's kaputt. Yeah, ein Regenbogendiamant. 1000 Punkte. Aua, das war fail. Fiese Stacheln. Ja, also wie gesagt, wenn ich mal das Spiel komplett beende, dann ist halt leider wieder alles quasi anfangsmäßig. Also ich habe dann wieder 0 blaue Kristalle, nur noch mehr 4 Lebensenergieeinheiten und Feuerkraft und Bombenanzahl ist wieder auf 1 reduziert. Das finde ich ein bisschen schade, dass das Spiel das nicht speichert. Aber wie gesagt, das Spiel ist leider so, da kann man nichts dagegen machen. So. Dann haust du ab. Ih, der hat gerade gefurzt. Das habt ihr doch auch gehört. Der hat voll einen fahren lassen. Oh, stirb. Erstmal habe ich deinen Ball kaputt gemacht und dann mache ich dich kaputt. Das hat sich ausgegrinst. So, und tschüss, Mann. Ah, hier ist ja noch einer. Ich meine, was will uns dieses Spiel damit sagen, dass Clowns böse sind? Ich meine, warum trägt man auch freiwillig so eine komische Aufmachung? Also so komische Schuhe und Schminke und was weiß ich noch alles. Alles, was einen Clown halt ausmacht. So, ich glaube 3000 Punkte ist auch hier das Maximum. Jawohl. Wunderbar. So, okay Freunde, dann werde ich auch mal diesen Part hier wieder beenden. Und im nächsten Part geht's da weiter mit dem Level Great Rock und dann gibt's noch die Fog Route, also den Nebelpfad kann man sagen, und dann geht es gegen Endol, wer auch immer das ist. Ich weiß es natürlich, wenn es ihr nicht wisst, dann freut euch einfach auf den nächsten Part. Das wird auf jeden Fall im nächsten Part schon der Fall sein, dass ich den Endboss dieses Planeten besiegen werde. Ja, und wir sehen sogar, der dicke rote Punkt direkt auf dem Planeten zeigt sogar an, wo sich das jeweilige Gebiet befindet. Also die Peace Mountains sind quasi auf der Planetenrückseite. Das zweite Gebiet ist auch eher auf der Rückseite, da wo ziemlich viel Meer ist, also die Ozeane. Und die Bomberbasis befindet sich quasi auf der Vorderseite, auf diesem Auge. Ich meine, es ist so witzig, der Planet Bomber sieht ja genauso aus wie Bombermans Kopf. So, also wie gesagt, Gebiet 3 ist ziemlich weit abgelegen dort hinten, die Peace Mountains, und im nächsten Part geht's eben weiter mit dem Level Great Rock. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.